Hi Lesende, mein Name ist Melanie, ihr seid bei Seitenreise und ja, ich habe dasselbe Outfit an wie bei dem Video über die abgebrochenen Bücher, weil es jetzt ein paar Stunden später ist und ich gerade merke, dass es mir schon nochmal gut geht und ich auch ein bisschen unruhig bin und ich schaue jetzt mal, ob das wirklich was wird. Ansonsten breche ich ab und führe das Video morgen oder so weiter, aber dann habe ich es schon mal und ja, ihr habt Material und es müssen nicht wieder Videos ausfallen, was immer so ein bisschen ärgerlich ist einfach. Ich fange an mit den Büchern, die ihr schon gesehen habt in meinem Rainbow Crate Unboxing. Ich verlinke euch das natürlich aber nochmal oben. Und zwar ist zum einen Ander and Santi Were Here. Und ja, ich habe jetzt den von der Rainbow Crate designten Schutzumschlag nicht draufgelassen, weil ich tatsächlich dieses Cover um eine Million Einheiten, Maßeinheiten von was auch immer schöner finde. Und deshalb mich dafür entschieden habe, dass ich es so in meine Regale stellen werde. Was ich mit dem zusätzlichen Schutzumschlag mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich es für mein Book Journal verwenden. Ist das jetzt irgendwie blasphemisch für manche? Kann sein. Interessiert mich gerade nicht. Hier geht es auf jeden Fall um zwei junge Menschen, die sich ineinander verlieben. Der eine ist schwul und cis und der andere ist, also die andere Person ist, ich glaube, non-binär. Auf jeden Fall gender non-conforming. Ich glaube, es ist tatsächlich non-binär gewesen. Und die beiden verlieben sich ineinander. Das Problem ist, dass bei dem einen dann die Einwanderungsbehörde kommt und sagt: Hey, wir haben dich auf dem Kieker. Und ja, es dürfte eine sehr emotional mitnehmende Geschichte sein. Und ich bin super gespannt, ob ich das jetzt vielleicht sogar im Juni schaffe oder ob ich es dann doch noch mal ein bisschen rausschiebe, weil ich gerade nicht dazu in der Lage bin, das zu lesen. Das werden wir dann rausfinden. Und das andere Buch ist, ich habe auch noch das metallene Lesezeichen drin, weil ich das auch so wunderschön finde. The Bruising of Kilwa von Nassim Djamnia. Und persisches Setting und auch Flüchtlingsthematik. Einer bekommt Asyl in dieser Stadt, in der die Handlung dann spielt. Eventuell Quilver. Und es gibt Blutmagie und es zieht durch die Stadt eine mysteriöse Krankheit und der Virus E. Jafari könnte die Person sein, die dazu in der Lage ist, diese Krankheit aufzuhalten. Und abgesehen davon, dass es wunderschön ist und hier den Goldschnitt innen drin, wunderschöne Vorsatzpapier, das wunderschöne Außendesign und auch hinten nochmal ein anders gestaltetes Vorsatzpapier, nämlich mit einer Karte. Ich habe dieses Buch schon, ich glaube, seit 2020 oder so, seit es angekündigt wurde, auf meiner Wunschliste und das wird definitiv im Juni gelesen werden. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Da werde ich dann bald meine Meinung zu präsentieren können. Dann zwei Bücher, die ich am Anfang des Monats mir bei einem Besuch auf dem Flohmarkt organisiert habe, weil es gibt dort einen Stand, der auch antiquarisch Bücher verkauft und das sind immer dieselben und die haben auch eine größere Auswahl an klassischer Science-Fiction aus dieser fantastischen Bibliothekreihe von Suhrkamp und ich habe zwei gefundene, bei denen ich gesagt habe, die würde ich gern probieren. Das ist zum einen Edith Crispien, Die verborgene Stunde und Barbara Neuwirth, Dunkler Fluss des Lebens. Von Barbara Neuwirth habe ich auch, als ich das letzte Mal mir was auf dem Flohmarkt geholt habe, mir schon ein Buch geholt. Hier haben wir, ja, es wirkt so ein bisschen wie ein Spiel mit der Suche nach Unsterblichkeit und selbsttechnische Möglichkeiten können es nicht jedem ermöglichen und manche finden sich dann eher auf der Seite des Todes. Also ich kann mir vorstellen, dass das eher Fantasy ist als Science Fiction. Ich bin aber mal gespannt. Ich habe so ein bisschen low-key Lust schon drauf, bald mal
eins der Bücher wieder in die Hand zu nehmen. Und von Edith Crispien, Die verborgene Stunde. Also das klingt so ein bisschen wie ein Kammerspiel. Ein Kammerspiel insofern, dass es passiert zwar allen Menschen auf der Erde, dass eines Tages eine Stunde Erinnerung an, also vom Nachmittag entfernt werden oder vergessen werden. Wir haben aber hier eine Figur, der wir auch mit den Gedanken leben, den Gefühlen und alles folgen und dabei entdecken werden, was dieses Ereignis für diesen einen Menschen bedeutet, obwohl es alle halt erlebt haben. Also das klang für mich nach philosophischer Science Fiction, ist etwas, was ich generell sehr interessant finde und deshalb habe ich es auch mitgenommen. Dann hatte ich von meinem Geburtstag noch einen Gutschein. Also ich habe zum einen einen von einer Buchhandelskette gehabt und dann einen von einer kleinen privaten Buchhandlung und habe mir dann, weil ich an meinem Geburtstag hier ein One-Pot-Gericht gemacht habe und mir das sehr zugesagt hat, dieses Kochbuch hier geholt, nämlich Vegan One Pot, ein Topf 80 Rezepte. Und was ich hier dran vor allem cool finde, ist, wir haben links die ganzen Zutaten einmal so auch im Verhältnis ungefähr abgebildet und dann auf der anderen Seite das Ergebnis. Und das hat mich optisch angesprochen. Ich habe auch vorher reingeguckt und bin einfach gespannt. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich für den Juni auch immer mal wieder ein Rezept raussuchen. Das ist so ein bisschen low-key auch mein Ziel, dass ich mich einfach abwechslungsreicher und gesünder ernähre. Jetzt, wo ich krank war, ist es wieder absolut eingestürzt. Plus der Mai war sehr, sehr schwierig von dem Finanziellen auch, sodass ich gesagt habe, okay, super geile Nahrung wird's nicht. Und ja, ich merke es einfach, wie erschöpft ich dann auch bin. Und wahrscheinlich ist auch das einer der Gründe, warum ich dann letztendlich krank geworden bin, weil ich habe meinem Körper nicht mal was richtig Gutes zugeführt. Und das merkt man dann halt einfach. Und dann hatte ich noch ein bisschen was über für den Gutschein und habe mir den zweiten Band von Soulmate geholt. Ich habe den ersten mir ja im April gekauft und den dann auch am 1. Mai gelesen. Deshalb ein kleiner Spoiler auf den Lesemonat und habe mich dann entschieden, dass ich mir auch den zweiten Band Soulmate kaufen möchte. Mit dem dritten ist es ja dann schon abgeschlossener. Es geht um zwei junge Frauen, die miteinander eine Beziehung führen. Und wir haben einmal das Leben, als beide 17 sind und das andere Leben, wo beide 27 sind. Und von dem erwachsenen Leben ist die eine todkrank und die andere wacht, nachdem sie einschläft am Krankenbett, auf einmal im Körper ihres 17-jährigen Ichs ein. Und die beiden tauschen auch die Körper. Also das heißt, wir haben trotzdem weiterhin die Perspektive aus der für die Geschichte Jetztzeit. Und es ist halt auch so die Frage, was macht es mit mit der Beziehung, wenn Dinge verändert werden in der Vergangenheit? Und ja, es gefällt mir richtig gut. Ich finde auch die Zeichnungen einfach richtig schön. Und ja, deshalb habe ich mir den zweiten Band auch geholt und freue mich darauf dann, ich glaube, im Juni erscheint der dritte. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir den dann direkt hole oder ob ich noch einen Monat warte, weil ich möchte mir jetzt auch nicht irgendwie zu viele Sachen kaufen. Und wir sehen dann mal, wie sich das entwickelt. Dann habe ich, weil gratis und Gutscheine und so, ein Buch noch von meinen KollegInnen geschenkt bekommen. Und zwar The Soul of an Octopus von Simon Montgomery. Ich hatte es mal auf Deutsch und habe es dann irgendwann aussortiert. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, weil es einfach zu lange war. Und hatte immer die Überlegung, dass ich mir gerne vielleicht auf Englisch holen würde. Und ja, jetzt haben wir das. Es geht um die Erinnerungen, die Memoiren von Sam Montgomery mit den Erlebnissen, die sie mit Oktopoden gemacht hat. Und ja. Und dann hatte ich noch was vorbestellt gehabt, schon im Februar oder so. Und das erschien dann Ende April. Ich glaube, es ist angekommen, nachdem ich meine April-Neuheiten gedreht habe. Aber es ist auch die deutsche Ausgabe von Babel in der Bücherbüchse-Ausgabe, die sehr schön aussieht. Und
Ich finde auch die Zeichnungen super schön. Von den vier Hauptfiguren. Und im Inneren des Schutzumschlags haben wir hier so eine Art Notizen halt von ziemlich sicher Robin aus Mandarin und was die Übersetzung ins Englische ist und was das ausmacht. Hier haben wir noch einen Säulengang eingeprägt und foliert. Und ja, ich mag das Buch ja sehr und ich glaube, euch muss ich jetzt nicht nochmal grob erzählen oder zu genau erzählen, worum es geht. Nur grob, es geht halt um Babel, das Übersetzungsinstitut in Oxford und Robin Swift, der als Kind aus China mitgenommen wurde und in England erzogen wurde und dann halt auf dieses Institut kommt und dort drei andere junge Menschen kennenlernt, die mit ihm zusammen dort starten das Jahr. Alle bis auf eine auch sehr divers sind. Also wir haben eine Schwarze, wir haben einen Inder, wir haben generell, dass auch eine Frau mal zu der Zeit da an dem Institut, das ist schon für manche etwas überfordernd. Und wir haben hier so schön die Kritik aus an Kolonialismus und Rassismus und Fragen zu Allyship. Und ja, es ist eins meiner Jahresfavoriten von 2022 gelesen. Und ich schätze, ich werde sogar mal die deutsche Variante vielleicht noch dieses Jahr lesen, weil es mich auch tatsächlich interessiert. Wir haben ja im wortgetreu, also nicht ganz wortgetreu, aber wir haben den Satz im Englischen, dass an act of translation is always an act of violence. Und das ist eine Übersetzung. Und ich bin super gespannt, wie die übersetzende Person, die ich jetzt einmal nachschlagen werde, Heide Frank und Alexandra Jordan, wie die das gemacht haben, wie die das gehandelt haben. Das ist einfach etwas, was mich auch super interessiert. Und da Deutsch meine Muttersprache ist, kann ich es da halt dann noch beurteilen. Und dann habe ich noch zwei Anthologien und ein Buch, das ich über Start Next unterstützt hatte. Ich möchte euch aber gern vorher noch ein paar Kleinigkeiten zeigen, die auch in den letzten Tagen eingezogen sind. Zum einen habe ich nochmal Pins bekommen von Mia Mautz. Und schaut euch diese Niedlichkeit an. Außerdem sind Trading Cards dabei gewesen mit, also das ist wirklich eins zu eins das Pin-Motiv und das ist eine ähnliche Version, vielleicht mal ein Entwurf gewesen. Auf jeden Fall, das passt. Dann habe ich von Edberitschka, einer Streamerin auf Twitch, die ich sehr, sehr liebe, Brief bekommen. Schaut euch erstmal dieses wunderschöne Siegelwachs-Motiv an. Und dann habe ich nämlich endlich das Holy Design gewonnen. Von einem Sticker und einem Button. Und ja, ich freue mich riesig darüber. Das wollte ich jetzt auch unbedingt zeigen. Und dann habe ich von Mo, einer der wichtigsten Personen in meinem Leben, ein kleines Überraschungspaket bekommen, so nachträglich zum Geburtstag. Alles Bestellungen von einem Shop. Also zumindest gehe ich davon aus, dass es alles ein und derselbe Shop ist. Und wir haben zum einen diese zuckersüße Fuchskarte. Ich werde nämlich auch immer Melli Fuchs genannt, was ich sehr liebe. Dann natürlich Katzner. Ist auf beiden Seiten dasselbe, aber all cats are good luck. Und ich meine, es ist eine schwarze Katze und der eine Verlagskater ist ja auch ein schwarzer Kater. Und schwarze Katzen bringen einfach Glück. Dann ein Sticker-Sheet. Genau. Ein bisschen Tee. Immer gut. Und dann verschiedene kleine Sticker. Zum Beispiel: My weekend is all booked. Dann ein Fuchs und der ist auch als kleines Holz. Anhängertier bei mir gelandet. Das habe ich aber an meinem Arbeitsschlüssel schon dran gemacht und zeige euch den jetzt deshalb nicht. Aber der Fuchs sieht so aus und ist einfach so süß. Dann A Cup of Stars.
Und das passt allein schon, weil ich ja so Galaxie-Sachen und Tee liebe. Und hier steht auch Slip of Reality. Sehr nice. Hat für mich aber tatsächlich noch eine weitere Bedeutung, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob Modus bewusst war, weil A Cup of Stars hat auch eine Bedeutung in The Haunting of Hill House. Und ich mag das einfach so sehr, diese Szene in dem Buch. In der Serie ist es nicht ganz so wichtig aufgegriffen, aber im Buch fand ich die Szene sehr, sehr, sehr prägend. Dann ist ein kleiner Pin hier mit der Katze. Und, muss ich mal kurz gucken, genau. Und dann noch, ich schätze mal, Freebies. Man kann es leider nicht allzu gut erkennen. Aber zuckersüße Sticker und ich mag den Stil total. Ich bin richtig happy darüber und kann es kaum erwarten, da auch die Sachen zu verwenden. Allein das Lesezeichen, das werde ich auch direkt mal auf meinen Bücherwagen packen. Und ja, das sind diese Sachen. Und dann zeige ich euch, wie gesagt, noch die zwei Anthologien, die Saskia mir überreicht hat, weil das sind die neuesten Anthologien, in denen Saskia ist. Und mein Start Next. Ich fange mit dem Start Next Buch an. War hier eine kleine Dankeskarte mit ausgestanzter Feder. Das sieht man. So sieht man es gut. Das finde ich ziemlich cool. Und dann ein passendes Lesezeichen zum Buch, was mir auch immer sehr, sehr, sehr gefällt. Und dann ist das Buch dieses hier, nämlich von ups, Eleanor J. Stephen oder J. Stephens. Ich könnte mir vorstellen, dass ich es eher englisch ausgesprochen haben möchte. In den Schatten von Quatrabar. Ich habe es beim Unpacking schon nicht hingekriegt und jetzt ist meine Nase auch noch halb zu. Ja, ich würde euch hier ausnahmsweise mal den Klappentext lesen, weil für mich waren die Argumente, warum ich es gekauft, also warum ich es unterstützt habe, vor allem, dass es queer ist, dass es ein Wüstensetting hat und dass es so ein paar Stichworte hatte, die mich einfach gecatcht haben. Und der Klappentext ist eine Kapitänin auf der Spur eines Geheimnisses, ein Dieb auf seinem persönlichen Rachefeldzug, eine Wächterin auf der Suche nach einem verlorenen Freund, ein Liebessklave auf dem Weg zurück zu sich selbst. Obgleich sie aus vier unterschiedlichen Welten stammen, beschreiten sie in der Handelsstadt Quatabar alle denselben schicksalhaften Pfad, der einen neuen Anfang in der Geschichte von Veris markiert. Auf den ersten Blick strotzt dieser Ort vor Vielfalt und Möglichkeiten für alle erdenklichen Wesen dieser Welt. Jedoch ist diese Stadt vor allem für eines bekannt, für den Handel mit Elfensklaven. Noch ahnen sie nicht, was es mit ihren scheinbar zufälligen Begegnungen auf sich hat, aber nach und nach finden sie heraus, dass sie in weitaus mehr verwickelt sind als in die Belange einfacher Sterblicher. Und das klingt ziemlich gut. Es hat auch einen sehr schönen Buchsatz. Jetzt habe ich gerade natürlich ein Kapitel zugeblättert. Also sehr offen, sehr breit. Warte, ich mache mal noch eine Seite, wo beide Seiten bedruckt sind. Es ist ein bisschen sperrig im Aufziehen, aber ich schätze mal, das wird man mit der klassischen Tätigkeit von, man nimmt parallel rechts und links und ein paar Seiten pro Vorgang und drückt es dann immer ganz sanft runter, wird man den Buchrücken ein bisschen flexibler machen können. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, sagt das gerne in die Kommentare, dann kann ich das euch mal vorführen. Ich habe in meinem abgebrochenen Büchern Video darüber gesprochen, über die, ich sag mal, erste Anthologie dieser Art. Und die zweite ist jetzt auch bei mir eingezogen, weil Saskia auch eine Geschichte drin hat. Ich glaube, die Ausschreibungen waren relativ parallel und ich hatte Saskia nicht ganz so gut darin instruieren können, dass ich den Verlag ein bisschen schwierig finde. Was ich auch vermutet hatte, ist,
dass hier eine andere Person die Vorlage mit den japanischen Märchen hatte. Das ist hier Karl Albrecht Heise und bei dem anderen war es irgendein Reinhard oder so. Ja, auf jeden Fall. Japanische Märchen, Update 1.1, die Kitsune Geisha. Und das ist herausgegeben von derselben Person, nämlich C.H. Erpenbeck. Ich meinte Charlotte Erpenbeck. Und hier ist immerhin korrekte japanische Dinge, nämlich ein Tori und so Bambus ist auch sehr japanisch, das passt schon. Hier sind wie immer, also in der ersten Anthologie habe ich das jetzt leider gar nicht gezeigt, aber sind Bilder drin. Was wir gelesen haben, also inhaltlich kann ich euch nicht viel sagen. Ich meine, es sind halt wieder, es ist der Versuch von Leuten, japanische Märchen neu zu erzählen und ich gehe sehr skeptisch an die Anthologie ran, weil die erste ja wirklich eher größtenteils unterirdisch war. Saskias Geschichte werde ich lesen. Die kenne ich, glaube ich, tatsächlich noch gar nicht. Aber ja, was uns hier aufgefallen ist und was ich jetzt vergessen habe, bei der ersten Anthologie nachzuschauen, ist, diese Kunst hier drin ist AI-Kunst. Und das finde ich extrem skeptisch, schwierig. Also, eigentlich finde ich, geht es gar nicht. Weil, also, es ist, es hat eine Person gemacht unter der Zuhilfenahme einer AI. Aber, was es für KünstlerInnen bedeutet, was es für ein Bild abliefert, auch, finde ich sehr, sehr schwierig. Allein schon, weil hier ja auch eine kommerzielle Nutzung dieser Bilder stattfindet. Und wie gesagt, Skepsis-Level nochmal ins Unendliche gestiegen. Aber ja, Saskia schreibt gut und Saskia bekommt Belegexemplare. Und ich immer zu Saskia, ja los, lass, ich will dich unterstützen halt. Und dann, ah genau, es fühlte sich so ein bisschen an, als läge da was drin, und das ist auch richtig. Mitternachtsgeschichten zwischen gestern und morgen, herausgegeben von Sarah Malhus und Marina K. Wolf. Es sollte um Geschichten gehen, die um Mitternacht mindestens einmal spielen und bei denen dann vielleicht irgendwas Besonderes um Mitternacht passiert oder wo einfach Mitternacht für die Figur eine Bedeutung hat. Ich finde die Aufmachung sehr schön reduziert und trotzdem auffällig. Es gefällt mir richtig gut. Ich habe auch hier eine Signatur. Ich finde es total süß. Saskia hat geschrieben, pass auf, wenn du um Mitternacht deine Geschichte erzählst. Und ich freue mich riesig drauf. Ich schaue auch mal, es ist von den Münchner Schreiberlingen, dem Verein, als Verlagsinstanz sozusagen herausgegeben. Ich kenne Heiko Hentsche, Sarah Malhus natürlich. Ich kenne eine lange Liste, wo ich niemanden kenne. Das ist interessant. Roxana Bicker kenne ich. Oh mein Gott, eine heißt T. Löwe. Und Saskia. Und ansonsten super viele neue Namen. Ich bin mega gespannt, weil ich es liebe, anhand von Kurzgeschichten neue AutorInnen zu entdecken. Und ja, das ist dann eine absolute Chance natürlich. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier noch irgendjemanden kenne, namentlich. Ach, das. Es ist auch, warum macht man ganz hinten irgendwie das Inhaltsverzeichnis? Und was ich auch schade finde, also es wird nicht gegendert. Aber es hat hier so ein bisschen. Ich glaube, es war in der ersten Geschichte, wo irgendwie mich was gestört hat in der Auflistung. Also, wie gesagt, ich kenne Saskia. Saskia hat sich dem Märchen Der Junge, der Katzen malte, zugewandt. Und das ist ein super süßes Märchen, wo ich sehr gespannt bin, wie Saskia das umgesetzt hat. Und ansonsten kenne ich bisher noch keinen Namen. Oh! Doch, Nele Sickel. Spannend, dass Nele auch hier was macht. Das ist auf jeden Fall ein schöner Abschluss, so als das, was bei mir eingezogen ist.
Mir fällt ein, da sind auch noch ein paar E-Books. Ich hole schnell meinen Laptop, gehe da drüber. Also ich schaue nochmal, welches sind und stell die euch gleich kurz vor. Eine Sekunde. Ich habe ja letztens von Rin Joppeko The Sacrifice gelesen und war so angetan, dass ich mir die neueste Veröffentlichung geholt habe, nämlich Silver Under Nightfall. Das ist der erste Teil der gleichnamigen Reihe, wo es um queere Vampire im Noir-Setting geht und mehr wollte ich nicht wissen. Ich sag's, wie es ist. Dann habe ich mir von Claire Coda Woman Eating geholt. Das war im Angebot und hat mich schon länger interessiert. Es geht um eine Essenskritikerin, die einen besonderen Geschmack auf das Fleisch von anderen Männern vor allem findet. Dann habe ich ein paar Rezensionsexemplare erhalten. Ich habe von Annalisa Franzke auch Darlington and Milo Air Cargo. Es ist ein Rezensionsexemplar aus dem Verlag Ohnehorn Verlag. Ich kenne die Autorin, mag sie sehr. Den Verlag mag ich ja sowieso. Und wir haben oder Luftschiffe, die Darlington and Milo dieser Agentur gehören. Und die zwischen London und Berlin pendeln vor allem. Und zwischen die Kisten machen sich dann manchmal auch Geheimnisse. Und eines Tages kommt da ein höchst gefährlicher und explosiver Waffen-Prototyp dazu. Und zwei Menschen entwickeln auch noch Gefühle füreinander, bei denen das nicht geplant war. Ich bin gespannt, wie sich Annalisa entwickelt. Das Ganze hat nur 270 Seiten, von daher, ich werde es auch im Juni lesen. Ich kann mir sicher sein, dass irgendeine Queerness dabei ist. Das wird dann gut passen. Dann habe ich über Dead Galley noch Das Jahr der Wunder von Louise Erdrich, wird sie, glaube ich, ausgesprochen, bekommen. Hier haben wir den Buchladen, oder einen Buchladen, der in der unserer Realität auch der Buchladen ist von Louise Erdrich. Und sie lässt dort eine Geschichte spielen über Trauer und Selbstfindung. Und eines Tages stirbt eine Person in diesem Buchladen. Und es geschehen halt wundervolle Dinge. Ich will schon ewig was lesen, vor allem weil Louise Erdrich indigenous Herkunft ist. Und ja, hab da sehr viel Bock drauf. Außerdem habe ich Bad Moon Rising von Luisa Colon. Wir haben hier verschiedene Figuren, die relativ jung auch scheinen. Also gerade die Hauptfigur, die eventuell auch auf dem Cover abgebildet ist, ist Elodia, die 16 Jahre ist und die irgendwie das Gefühl hat, ihr ist mal was passiert. Sie weiß aber nicht mehr was. Gleichzeitig folgen wir einem jungen Menschen in New York, bei dem ein Samen der Rache gesät wird und es wirkt unfassbar düster und gothic auch ein bisschen und das hat mich dann so überzeugt, dass ich es gerne anfragen möchte und habe es auch bekommen. Dann habe ich Here Lies Olive von Kate Anderson. Da geht es auch um eine 16-jährige Figur. Eventuell habe ich es wieder ein bisschen mit YA, die an einem Ort lebt, der mit düsterem Tourismus belebt ist oder zelebriert wird von TouristInnen. Und eines Tages beginnt irgendwas Olives KlassenkameradInnen zu attackieren und sie muss dann rausfinden, was ist denn hier gerade Sache. Dann habe ich Tristan Mortalis von Melissa C. Hill. Hier haben wir, es wirkt ein bisschen wie so ein Dark Academia Strickmuster, dass eine junge Gruppe von vier Menschen, die der Theater AG angehören, nach dem Schulabschluss sich halt verstreuen und ja, ein paar Jahre später wird aber in dem Moor nahe dieser Schule eine Leiche gefunden, die das Kostüm von dem einen Freund anhat
Und niemand weiß auch, was mit ihm nach dem Schulabschluss passiert ist. Das heißt, es gibt jetzt ein Geheimnis zu ergründen. Und das klang ganz interessant. Viele mögen ja das erste Buch der Autorin, irgendwas mit Lupus. Das habe ich mir jetzt noch nicht ausgeliehen, könnte es aber aus der Bibliothek halt machen. Mal sehen. Und dann habe ich noch als Rezensionsexemplar bekommen und da war ich sehr gehypt und fiepsig auf positivste Art eine Neuveröffentlichung von einem Buch von Lady Okora vor. Shadow Speaker ist der erste Teil der Desert Magicians Duology. Und wir folgen Eiji, 15 Jahre alt, und ihr Vater wurde vor ihren Augen oder vielleicht auch, ich glaube eher vielleicht nicht vor ihren Augen, geköpft und sie ist jetzt auf der Suche nach dem Killer ihres Vaters. Und es ist wieder African Futurism. Wir spielen hier 2074 und ich bin super neugierig, was sich Nnedi Okorafor da ausgedacht hat. Ich habe jetzt ein paar Bücher von Nnedi Okorafor gelesen und keins hat mich bisher enttäuscht. Keins. Außerdem habe ich dann noch als E-Book mir geholt das The City Beautiful von Aidan Polydoros. Und da habe ich mich nochmal dran erinnert, dank der Rainbow Crate und dieser Rainbow Gaze, die da ja immer so mit drin ist und aktuelle Veröffentlichungen oder Highlights nochmal setzt. Und das ist eine jüdische historische Fantasy-Geschichte über einen Jungen, über eine Stadt, einen Jungen und einen Schatten, der die beiden zusammen bindet irgendwie. Und ich wollte gar nicht viel mehr wissen. Ne? Das klang alles ziemlich gut. Mir gefällt das Cover. Und ja, ich bin einfach gespannt, das zu entdecken. Es ist meines Wissens nach auch ein Einzelband, was immer ganz nett ist. Und ja, es spielt einfach sehr gut in mein Vorhaben rein, dass ich ja gerne mehr lesen möchte mit jüdischer Thematik, Science-Figuren, Zusammenhänge. Das sind jetzt aber wirklich die Sachen, die bei mir eingezogen sind. Ich bin jetzt schon wieder ein bisschen heiser. Naja, nicht wirklich heiser, aber angestrengt. Klingend ziemlich sicher auch. Und ja, was zog bei euch so ein? Habt ihr an irgendwas davon Interesse? Was außer Babel kanntet ihr schon? Weil es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich über Babel rede. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin behaltet den Regenbogen im Herzen, die Toleranz im Kopf. Tschüss!